muss gerne wissen, was mein Problem ist. Also, Schwert. Oh shit. Oh shit! Du Bastard! Ob ich das jetzt noch schaffe von der Zeit her? Nein! Hör auf, mir da einfach reinzufahren. Ich war da. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Achso, ich sollte mir vielleicht wieder den Weg markieren. Yeah, du bist doch auch ein Dreckshund. Aber wenigstens bin ich jetzt nicht so geklatscht. Dadurch, dass ich nämlich eben davor so geflogen bin, habe ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Wie die alle los? Drauf los, schreien von die Panik. Wenigstens kam mir nicht jetzt die Meldung schon wieder, ich hätte Zivilisten verletzt. Obwohl, so müsste es doch auch gehen. Ich bin tatsächlich. Das spart einiges. Gut, nächstes Fahrzeug. Naja, jetzt gehen wir wieder Boot fahren. Wo müssen wir hin? Easy game. Ein Boot ist echt einfach. Was schön straightforward ist. Und dann kommt gleich wieder von Aiden. Niki ist weg und das wird sich nicht ändern. Okay. Das ist natürlich ein fetziger Schlimm. Ey, der hat auch ein bisschen PS unterm Babbes. Aber oh, das ist richtig gut. Weil da drüben ist die Hauptstory. Machen wir die mal, vielleicht hört dann Aiden auch die ganze Zeit so was zu labern. Jetzt hat der aber Bums hier.
scheißegal, wie sehr ich diese Auto schrotte, ich habe eh genug Taste. Oh, Bremsen. Kurve. Oh, nochmal Kurve. Das wird so knapp, geh weg! Oh, es wird ganz knapp. Ich bin schon irgendwie da. Noch unter die Tiefe. Bam. Bam hat's gemacht, Kinders. Okay, noch zwei Fixaufträge und wir sind die auch durch. Aber. Nochmal Hauptstory. Bevor der jetzt gleich wieder anfängt. Nikki wird nie zurückkommen. Ich wusste es. Ich habe sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Kein Weg zurück. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Erreichen Sie das Merlot-Hotel. Hier fing alles an. Ich bin's. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? So, da ist auf jeden Fall auch Sperrgebiet. Dann finden sie ihn. Quinn gefunden, Kamera zu kriegen. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne, komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher. Da kommen Sie können Bürgermeister. Okay. Nein, nein, du hörst mir einfach nicht zu. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses gottverdammte Auktionsfiasko.
Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Werk erwischt. Der Bürgermeister. Bekämpft die Gang. Und ich wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Okay, ich soll... Ah ja. Das Hotelnetzwerk deaktivieren, also das Sicherheitssystem auch deaktivieren. Mal schauen, ob das leichter oder schwieriger. Das ist ja leicht im Vergleich zu dem, was ich da bei DedSec machen sollte. Und der Typ will ein Profi sein. Deine Mama. Nee. So kriegen wir das nicht alles hin. So, da ist auf jeden Fall das obere. Augen auf. Patrouilliert jemand in den Docks? Ja, alles sauber. Himmel, geh mir nicht auf die Nerven. Was zum? Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Nichts, was mich angeht. Gut, wir infiltrieren doch mal gleich ins Hotel. Aber... Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Oh, das Geräusch kenne ich doch. Warum müssen Leute alles kaputt machen? Sucht ihn los! Achtung! Was zum? Wie geht das Ding aus? Wie geht das verdammte Ding wieder aus? Oh Mann, das war echt... Mann, der Typ macht mir alles kaputt. Na gut, wir können auch reingehen. Was wir jetzt mal machen. So, also Clever hat eigentlich ein Doppelspiel gespielt. Ob das dieser Typ ist, den die Bullen suchen? Kann uns aber jetzt erstmal egal sein. Mit der rechnen wir noch ab. Jetzt versuchen wir erstmal da reinzukommen. Das kann er nicht machen, oder doch? Warum sind denn eigentlich so viele Zivilisten hier? So, ihr haut jetzt mal ab. Haltet die Augen auf! Scheiße, scheiße, scheiße! Und die Zivilisten einfach hier alle noch rumchillen sind. Hey, ist da jemand? Was sind die ganzen Zivilisten los hier? Nein, 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 nein! So, hä,
hacken wir uns doch mal hier rein. Da drüben gibt es immer noch, auch noch zwei Typen. Komm, die nehmen wir auch noch mit. Brauche ich nicht auch noch was? Finde ich gut. Und soweit ich weiß, war hier auch noch Wachpersonal. Oh, stopp! Hör einfach auf! Koko. Oh Gott, nein! Ich musste nur mal das Gesindel hier beseitigen. Der denn jetzt auf einmal her? Oh mein Gott! Den hat ich ja gar nicht auf dem Schirm. So, auf geht's, hoch geht's. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Los, rück vor! Wolltest du was? Bring mich nicht zum Lachen! Oh shit. Das heißt, da ist auch ein Vollstrecker dabei.